Dann habe ich es doch noch verstanden. Ist das Ihr Versteck? Nein. Wie geht's? Was macht der Arm? Schmerzen. Ihr Kumpel Kehrmann ist tot. Weiß ich. Für wen haben Sie eigentlich den Lastwagen gestohlen? Den Namen wollen Sie nicht nennen? Angst? Kennen Sie einen Mann, der Liebscher heißt? Warum, wer soll er sein? Er möchte wissen, wo Sie sich versteckt halten. Wie sieht er aus? Anfang, Mitte 60. Fahles Gesicht. Gut angezogen. Er hat gesagt, er hätte Ihnen Geld geborgt. 12.000. Können Sie sich vorstellen, dass mir jemand Geld leiht? Und dann noch so viel? Aber warum interessiert sich dann der Mann für Sie? Das weiß ich doch nicht! Und warum ist im Freihafen geschossen worden? Das weiß ich nicht. Ich weiß überhaupt nichts! Wie lange glauben Sie, können Sie sich noch so verstecken? Sie sollten sich so schnell wie möglich der Polizei stellen. Wissen Sie, was mich da erwartet? Das ist Ihre letzte Chance. Chance? Sicherheitsverwahrung. Das hat man mir beim letzten Mal klipp und klar gesagt. Das will ich ja eben verhindern. Lieber springe ich vom Dach! Warum? Was hat Wolleck ausgefressen? Der hat doch nicht bloß diesen Lastwagen geklaut. Nein, nein. Wolleck wurde angeheuert, um zusammen mit seinem Kumpel Kehrmann sogenannte Impulsgeber aus einem Betrieb in Bielefeld abzuholen. Das musste offenbar sehr schnell gehen, nachdem es bei der Auftraggeberin eine polizeiliche Durchsuchung gegeben hatte, bei der die gesamte Geschäftskorrespondenz beschlagnahmt worden ist. Ist nur eine Theorie, aber es spricht einiges dafür, dass diese Theorie stimmt. Auf dem LKW ist übrigens nichts gefunden worden. Nur ein paar Verpackungsbänder, wie die Herstellerfirma sie verwendet. Aber weshalb dann diese Schießerei im Hafen? Ich würde sagen, Kehrmann und Wolleck wussten zu viel. Sie hätten verraten können, wohin die Fahrt gehen sollte. Sie hätten den Platz nennen können im Freihafen, wo die Ware gelagert werden sollte. Und sie kannten die Typen, von denen sie angeheuert wurden. Gut. Kehrmann haben sie zum Schweigen gebracht. Wolleck müssen sie noch finden. Deshalb war der Mann bei Ihnen, der sich Liebscher nennt. Wie soll ich mich nun verhalten, wenn sich dieser Liebscher wieder meldet? Da gibt's nur eins. Wir müssen Wolleck finden, bevor die ihn finden. Die machen ihn nämlich kalt. Also, wenn er sich bei Ihnen meldet, machen Sie eine Verabredung mit ihm und rufen uns an. Thank you.
verfluchte, unerklärliche Traurigkeit, seitdem ich 18 war. Keine du kommst hier so spät. Lass dich nicht stören. Immer wieder. Wenn er mir nur hätte helfen können. Warum hast du mich nicht einfach in den Arm genommen? Ich wollte doch alles glauben. Aber immer nur... Ich hatte einen Unfall. Ich doch kein Wort verstand. Immer die Gedichte, die Gedichte. Bist du verletzt? Nee. Der Wagen ist mir in die Seite gefahren. Der Fahrer ist getürmt. Der Wagen war gestohlen. Das hat jedenfalls der Polizist gesagt, der den Fall aufgenommen hat. Was ist mit deinem Wagen? Dann kannst du vergessen. Hauptsache, dir ist nichts passiert. Möchtest du einen Schnaps? Nö. Aura? Bitte, könnte ich Ihren Vater sprechen? Ja, einen Moment bitte. Das ist für dich. Ja? Hier ist Lipsche. Ich hoffe, Sie haben den Schrecken einigermaßen überstanden. Kam das von Ihnen? Eine kleine Ermunterung, damit Sie begreifen, wie ernst es mir ist. Den nächsten Unfall werden Sie nicht mehr so gut überstehen. Sie Schwein, Sie. Hören Sie zu. Wenn die Polizei wohl schnappt, werden Sie dafür bezahlen. Sie oder Ihre hübsche Tochter. Nehmen Sie das wörtlich. Ich brauche Wolek. Wo ist Wolek? Was ist? Jetzt brauche ich wirklich einen Schnaps. Mein Vater war Hochschullehrer. Vor 20 Jahren hat er seine Familie und alle Sicherheiten aufgegeben und ist in sein Heimatland zurückgekehrt, weil er dachte, er würde dort gebraucht werden. Er dachte, er könnte dort irgendetwas zum Besseren wenden. Naja. Ein bewunderungswürdiger Mann. Ihre Mutter und Sie sind damals hier geblieben. Meine Mutter stammt aus einer alten Hamburger Familie und ich bin hier zur Schule gegangen, habe hier studiert. Lebt Ihr Vater noch? Warum interessiert Sie das? Sie haben sich neulich mit diesem Herrn hier getroffen. Dr. Ahmed Khalid. Ja. Er hat mir Grüße meines Vaters überbracht. Für Ihre Kollegen war das ein Grund, mein Büro zu durchsuchen. Ich habe Dienstaufsichtsbeschwerde eingelegt, was sicher nichts bringen wird. Kennen Sie diese Leute? Nein. Warum? Sollte ich? Diese Männer haben die von Ihnen bestellten Impulsgeber aus Bielefeld abgeholt. Nach Ankunft des Transports im Hamburger Freihafen wurde einer der beiden Männer erschossen, der andere schwer verletzt. Mit der Abholung und dem Transport der Ware habe ich nichts zu tun. Das ist laut Vertragsvereinbarung Sache des Endabnehmers. Ich war in diesem Geschäft lediglich als Vermittler tätig. Aber Sie können mir doch sicher sagen, wer der Endabnehmer gewesen ist. Ja, natürlich. Eine Firma Selim in Larnaca. Und wer steckt dahinter? Das weiß ich nicht. Und Sie meinen, dass ich Ihnen das glaube? Sie haben gefragt, ich habe geantwortet. Das ist die Arbeitsweise von Profis. Erst der Warnschuss, Ihr Unfall gestern. Wenn der nichts bringt, kommt ein Schuss in die Beine und dann... Kopfschuss. Sie kriegen Personenschutz rund um die Uhr. Sie und Ihre Tochter. Unsere Beamten werden Sie nicht aus den Augen lassen. Und wenn Sie einverstanden sind, werden wir Ihre Telefone überwachen. Das hier im Büro und das zu Hause. Ja, ich bin einverstanden. Hat Wolek sich schon gemeldet? Nein, noch nicht. Der Junge ist da in eine Sache reingeraten, die ist einfach ein paar Nummern zu groß für ihn. Die ist auch zu groß für mich. Die Prüfung muss heute fertig werden. Klar, Chef. Tja. Das ist eine Welt für sich. Garten Eden für Tüftler, die dir ein Pup ins Hühnerauge einschmeißen. Vorausgesetzt, sie haben die richtigen Maschinen. Bei Elektrooptik müssen sie haben. Was haben Sie rausbekommen?
Normalerweise sehen elektronisch gesteuerte Impulsgeber so aus. Klein und handlich. 4 Anschlüsse, Gasfüllung, Nickelisotop. So kannst du sie nach dem Katalog bestellen. Wir Schätzchen von Elektrooptik haben ein paar nette kleine Abweichungen. Soweit ich das aus dem Papierzeug entziffern konnte. 3 Anschlüsse statt 4, ein Vakuum statt der Gasfüllung. Überdurchschnittliche Fertigungsgenauigkeit. Und was heißt das? Zündungspräzision auf die 10.000.000. Sekunde. Und keine Beeinträchtigung der Zündfähigkeit in der Nachbarschaft von radioaktivem Material. Also, wenn du ein Dutzend der Dinger um ein tennisballgroßes Stück Plutonium gruppierst, funktionieren sie einwandfrei weiter. Trotz der Strahlung. Und wenn du noch ein paar zusätzliche Ingredienzien daneben legst, dann können sie den Tennisball zur Explosion bringen. Atombombenzünder. Ich mag Menschen, die so schnell begreifen. Machen Sie ruhig weiter, wir gucken so lange weg. Deine Eier.de. Kümmerst du dich um die Karten? Ich ruf dich an. Grüß mit dem blöden Hund. Ich bin hinterm Haus, ne? Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Nicht in